Ich darf Sie wieder herzlich begrüßen zu der Sendung Rom direkt. Diesmal vom Garten der Curia der Jesuiten. Und ich darf Sie, Pater Gumpel, sehr herzlich begrüßen. Die Sendung heißt Rom direkt. Und lassen Sie sich einladen, auch direkt darauf zu antworten. Es freut mich sehr, Sie hier zu haben. Ja. Werden wir gerne auch. Lieber Pater Gumpel, Sie werden bald 90 Jahre alt. Ja. Sie haben 8 Päpste erlebt. Sie haben 7 Päpste aus relativer Nähe erlebt. Manche ganz nah, manche ein bisschen weniger und doch ziemlich nah. Und was ist für Sie als alten Jesuiten jetzt mit dem neuen, mit dem ersten jesuitischen Papst anders geworden? Also ich glaube nicht, dass hier viel anders geworden ist. Ich habe unseren heutigen Vater wiederholt getroffen. Er kam ja als Provinzial von Argentinien wiederholt an die Kurie. Wir haben uns dann sehr freundlich unterhalten. Er hatte damals ziemliche Schwierigkeiten, auch mit unserer Gesellschaft. Denn er war gegen die Befreiungstheologie. Nicht, weil er irgendetwas über die Verbesserung der armen Leute gehört hat. Er war dafür, was Wolf und andere gemacht haben. Die hatten guten Absichten, aber deren Epigonen haben dann die Sache so übertrieben und kamen ziemlich nahe an den Marxismus heran. Und das hat ihm nicht gefallen und er ist dagegen aufgetreten. Und das wurde auch von manchen Leuten in unserer Gesellschaft nicht gern gesehen. Und wir waren aber ganz auf seiner Seite, weil wir auch... Was heißt wir? Pater Molinari, mein Chef und ich. Ich war sein erster Assistent. Er war Mitglied gewesen in der Theologischen Kommission vom Zweiten Vatikanischen Konzil, hatte, wie ich auch selbst, sehr häufig einen persönlichen Kontakt mit den nachfolgenden Päpsten, wie Sie bereits angedeutet haben, und wussten also genau und haben natürlich auch die Werke dieser Leute studiert und sahen einerseits die guten Absichten, die nie in Frage gezogen wurden, und auch in gewisser Hinsicht die Berechtigung von dem, was die Leute wollten, aber es war eben, dass deren Folge, die ihre Sache folgten, dann an den Marxismus herankam. Und dagegen waren die Päpste und dagegen waren wir. Und er auch. Wie hat sich dann damals Kardinal Bergoglio, nein, er war damals General, der oder Provinzial in Er war Provinzial, das ist also der örtliche Obere unserer Leute in Argentinien. Wie hat er damals diese Debatte aufgenommen mit dem Befreiungstheologen? Ja, also er sah einerseits, wie ich bereits gesagt habe, dass das Anliegen dieser Leute berechtigt war. Es gab damals in Argentinien, wie in den meisten südamerikanischen Ländern, eine sehr kleine Oberschicht, die den ganzen Reichtum hatte und eine große Masse von Leuten, die in Armut lebten. Und er war ja immer für die Armen. Das war er damals schon, ist er heute auch noch. Und also das Anliegen von diesen Leuten war berechtigt und von ihm auch geschätzt. Aber wie das oft vorkommt, auch in Professoren, die irgendeine These verkünden und dann kommen andere Leute, die weniger fähig sind als diese Leute, weniger vorsichtig sind, die dann übertreiben und also die ganze Sache in Diskredit bringen. Und das ist natürlich in der Befreiungstheologie geschehen. Können Sie vielleicht noch ein paar Worte dazu sagen, wie es kommt, wenn Papst Franziskus jetzt von der Kirche der Armen redet? Dass die Kirche, das kann man von Europa fast nicht verstehen, weil die kleine Klasse, das waren die Nachkommen der Kolonisatoren praktisch. Ja. Und wie das kommt, dass die Kirche, wissen Sie was darüber, wie die Kirche in Südamerika verortet worden ist? Gerade die Jesuiten haben ja eine große Rolle gespielt, die Orden. Ja, also im Allgemeinen waren unsere Leute natürlich auch, das ist ganz unsere Haltung als Gesellschaft Jesu, uns der Armen anzunehmen. Das geht schon auf den heiligen Ignatius zurück. Und wir waren also für das Anliegen dieser Leute sehr positiv eingestellt, aber waren gegen die Überziehungen und Übertreibungen, die vorgekommen sind. Und das ist genau die Haltung auch von dem damaligen Päpsten gewesen und vor allem von Paul VI. Auch von Johannes Paul II., der ja auch für die Armen war. Aber diese Übertreibungen und die marxistischen Tendenzen, die sich immer mehr zeigten, natürlich ablehnte und dann auch auf die Dauer eingegriffen hat und diese ganze Sache also verurteilt hat. Können Sie Papst Franziskus von Ihrem jesuitischen Hintergrund ja besser verstehen als die anderen Päpste, oder? Das glaube ich persönlich nicht. Ich habe die anderen Päpste in gewisser Hinsicht besser gekannt.
zum Beispiel Pius XII. Ich wurde sehr oft von Paul VI. Empfangen, auch von Johannes Paul II. Mit diesen Leuten, die Päpste waren, hat man damals geredet. Mit dem jetzigen Papst, seitdem er Papst ist, habe ich noch kein Gespräch gehabt. Und es ist noch viel zu früh, um etwas über sein Pontifikat zu sagen. Es ist ja erst ein paar Monate. Und ich nehme an, dass es früher oder später auch mal zu einer persönlichen Unterredung kommen wird. Aber auf Ihre Frage, ob ich ihn besser kenne als die anderen Päpste, das muss ich negativ beantworten. Oder von dem besser verstehen von der jesuitischen Spiritualität ist. Oder sehr ja, das verstehe ich ihn natürlich sehr gut. Aber auch Pius XII. Kannte die Spiritualität der Gesellschaft ausgezeichnet. Er ließ regelmäßig seine Exerzitien, wurden immer von Jesuiten geleitet. Im Gegensatz zu dem, was seine Nachfolger getan haben. Sehr schön. Dann wollte ich Sie fragen, wenn wir von diesem Papst ausgehen, welchen Papst kennen Sie am besten in Ihrer? Diese Frage ist schwer zu beantworten. Ich habe Pius XII. Zum ersten Mal gesehen, wie ich 6 Jahre alt war. Er machte damals, wie er die Nunziatur in Deutschland verließ, das war im Jahr Dezember 1929, machte er einen Abschiedsbesuch bei meinem Großvater. Wir wurden dann als seine Enkelkinder eingeladen, um ihn kurz zu begrüßen. Das war die erste Begrüßung und ich muss sagen, er hat auf mich damals einen besonderen Eindruck gemacht, denn wir waren gewöhnt, auch bei solchen Angelegenheiten mit Ministern, anderen Diplomaten und so weiter, auch Ministerpräsidenten, die meinem Großvater besuchen, irgendwie persönlich vorgestellt zu werden. Und manche machten dann ein großes Theater, um meinem Großvater und meinen Eltern eine Freude zu machen. Ich habe das nie ernst genommen und im Gegenteil, wir haben uns darüber geärgert. Aber Pius XII. War anders. Er hat mich sehr ernst angeschaut und hat mich ermahnt, also ein guter katholischer Junge zu sein und zu bleiben. 6 Jahre, ja. Und später habe ich ihn natürlich, hat er mich wiederholt gerufen. Es war nämlich so, er war sehr genau, wenn er ein Werk von irgendeinem Gelehrten zitieren wollte, wollte er den ursprünglichen Text vor Augen haben. Manche Werke, die er als Nuntius in Deutschland gelesen hatte, waren aber im Vatikan nicht zu finden. Ich war damals Studienpräfekt in dem Germanicum, dem deutschen Kolleg hier in Rom, und wir hatten eine sehr reiche Bibliothek. Er schickte also Mutter Pasqualina zu rüber und fragte, ob wir das haben. Und wenn wir das hatten, wurde es ihm sofort zur Verfügung gestellt. Anders ließ ich diese Werke aus Deutschland kommen. Ich hatte gute Beziehungen in Deutschland. Die wurden dann per Kurier überbracht oder in sicherem Wege zugeleitet. Und der Papst war höflich genug, um mich wiederholt einzuladen, um mir für diese an und für sich kleinen Dienstleistungen zu danken. Und ich muss sagen, mitunter wird der Papst in der Öffentlichkeit vorgestellt als ein sehr distanzierter, kühler Mann. Das kann ich in meinen persönlichen Erfahrungen allerdings nicht bestätigen. Im Gegenteil, er war Papst, ich war ein kleiner Mann, wie Sie wollen, und er kam mir entgegen mit beiden Händen, ergriff mir die beiden Hände und sagte, mein lieber Pater, wie geht es Ihnen? Setzte sich und dann haben wir über alle möglichen Sachen gesprochen. Und so war es wieder auch beim Abschied. Wenn heute gesagt wird, die Leute müssten immer vor ihm hinknien und so weiter, ist bei mir nie vorgekommen. Es war damals die Prozedur. Aber wie ich Anstalten machte, mich zu knien und seinen Ring zu küssen, nahm er mich sofort, dann lassen Sie das sein, zwischen uns ist das nicht nötig. Und das war eine Ding. Sehr oft hatte ich zu tun mit Paul VI. Warte, da kommen wir nachher nochmal zurück. Ich wollte jetzt erst fragen, wir werden nachher genau darüber sprechen. Jetzt gerade haben wir gehört, dass Johannes Paul II. Wird heilig gesprochen mit einem Wunder und dann in kürzester Zeit. Und Johannes der 23. nach nur einem Wunder. Was sagen Sie dazu als Richter? Also hier ist ein Einbruch in die normale Prozedur. Für die Heiligsprechung wäre ein Wunder vorgeschrieben, das nach der Seligsprechung stattfindet. Das liegt für Johannes dem 23. schlechtdings nicht vor. Der Papst hat also einfach dispensiert von diesem Papst Franziskus. Wunder. Ja. Ich wurde wiederholt darüber angesprochen, was ich dazu meine, so frei wie Sie. Ich habe gesagt, der Papst steht über den positiven Gesetzen. Die Anforderung eines Wunders ist kein göttliches Gesetz, es ist ein rein positives kirchliches Gesetz. Der Papst steht über diese Sache. Also ein positives Gesetz von der Kirche, Gesetzesgesetz. Ja, ein kirchliches Gesetz. Der Papst ist Chef der Kirche. Er kann tun und lassen, was er will.
Im Übrigen habe ich persönlich und Pater Molinari auch schriftlich immer wieder darauf hingewiesen, dass die ganze Frage der Wunder neu untersucht werden muss und so möglich geändert werden muss. In welcher Hinsicht? Weil wir zurzeit sehr stark abhängig sind von Wissenschaften, die keineswegs kirchliche Wissenschaften sind. 95% oder mehr dieser Wunder sind medizinische Heilungen, die völlig unerwartet waren. Natürlich hat die Wissenschaft und macht die Wissenschaft täglich noch große Fortschritte. Wir wissen also nicht, darum wird immer gesagt, nach dem heutigen Stand der Wissenschaft. Aber wir sind von denen abhängig. Und ich habe dem Papst erklärt, es gibt andere Wege. Ich bin dafür, dass noch irgendwie unsere menschliche Tätigkeit, obschon ich sagen muss, nach langen Erfahrungen mit diesen Prozessen, dass wir wirklich versuchen, ehrlich und korrekt alles zu behandeln, auch nichts unter den Teppich zu kehren und auch Schwierigkeiten ganz offen zu sagen. Aber es ist immerhin Menschenwerk und bei allem Menschenwerk sind immer noch Irrtümer möglich. Und jeder Historiker wird Ihnen bestätigen, dass wir nie mit hundertprozentiger Sicherheit sagen können, dass wir alle Dokumente gefunden haben. Es kommt immer wieder vor, dass in einem Keller oder in einem Dachgeschoss oder sonst wo, wo kein Mensch das erwarten würde, noch Dokumente gefunden werden. Also jede Heiligsprechung, wenn ich das verstehe, ist immer eine Annäherung. Es gibt ja keine mathematische also mit absolut mathematischer Sicherheit haben wir nicht. Es ist eine moralische Sicherheit, eine juridische Sicherheit, wenn Sie wollen, eine historische Sicherheit, aber nicht eine mathematische hundertprozentige Sicherheit. Und darum ist es gut, dass das noch von einer göttlichen Bestätigung. Die Frage ist nur, muss diese Bestätigung notwendigerweise eine medizinische Angelegenheit sein? Aber wenn ich Sie fragen darf in dem Zusammenhang, was haben denn diese beiden Päpste, der selige Johannes Paul und der selige Johannes der 23., was haben die beiden, was Pius XII. Nicht hatte? Bei Pius XII. Stockte der Prozess, obwohl Sie als Richter mehr darüber wissen. Also ich persönlich bin davon überzeugt, wenn einer von den dreien diese Heiligsprechung verdient, dann wäre es Pius XII. Ich kenne dessen Verfahren durch und durch. Ich kenne auch die anderen Verfahren, obschon ich nicht direkt damit befasst wurde. Aber ein solcher Vergleich zu sagen, die Heiligsprechung von Pius XII. Wird heute noch aufgeschoben, weil eben noch kein Wunder begutachtet ist. Es gibt ja eine ganze Anzahl von Gnadenerweisen, das ist ohne jede Frage. Es gibt große Devotion noch für Pius XII., trotz aller Gegenwehr, die gegen diese Heiligsprechung besteht. Aber einen Vergleich zu machen, indem man sagt, einer war heiliger als der andere, solche Vergleiche, glaube ich, sind verfehlt. Ich habe alle drei gekannt. Es sind total verschiedene Persönlichkeiten mit einem ganz anderen Hintergrund, anderen Einstellungen auch. Die Zeiten waren anders, die öffentliche Meinung war anders. Also solche Vergleiche, glaube ich, sind verfehlt und ich persönlich bin hundertprozentig davon überzeugt, dass Pius XII. Sicher mit gleichem Recht die Heiligsprechung verdient als Johannes der 23. oder Johannes Paul II. Dass er sie ja bekommen wird, die wird auch ausgesprochen werden. Ich bin davon überzeugt, früher oder später wird das sein. Noch zu ihrer Lebzeit. Das weiß ich natürlich nicht. Ich bin kein Prophet und habe auch keine Glaskugel hier vor mir stehen. Aber eines ist natürlich da wohl zu sagen, es wurde in jüngster Zeit anonym von einem Funktionär der Selig- und Heiligsprechungen verbreitet, dass der jetzige Papst darüber denke, gleichzeitig mit Johannes Paul II. Und Johannes dem 23. auch Pius XII. Heilig zu sprechen. Ich wurde laufend von allen möglichen Stellen aus verschiedenen Ländern angerufen, was ich dazu meine. Ich habe gesagt, verschweigen Sie die Sache so viel wie möglich. Denn sobald irgendetwas zugunsten von Pius XII. In die Öffentlichkeit, müssen wir damit rechnen, dass wieder neue Debatten, neue Schwierigkeiten entstehen und das haben wir nicht nötig. Aber wieso kommt es dann zu der Verschleppung der Seligsprechung Pius XII? Sie haben den Prozess... Eins und allein, weil wir noch nicht ein Wunder gefunden haben. Es waren einige, die wir vorgelegt haben, die aber aus irgendwelchen Gründen doch nicht anerkannt wurden. Und das ist natürlich,
wie gesagt, dasselbe, wir haben dasselbe Problem wie bei Johannes dem 3. Da ist überhaupt kein Wunder für die Heiligsprechung. Johannes dem 23. Ja, kein einziges. Mhm. Und das Wunder von Johannes Paul II. Wird von manchen Seiten bestritten. Umstritten. Mhm. Ich urteile nicht darüber, dass ich kenne die Sache nicht, ich bin kein Arzt, ich kann das nicht beurteilen. Ich habe aber Kenntnis genommen von diesem Widerstand und von der Tatsache, dass man hier von dem Wunder von Johannes dem 3. sofort dispensiert hat. Was der Papst machen kann, das ist sein gutes Recht. Was ist denn aus den Vorwürfen von Rolf Hochhuth 1963 gegen Pius XII. Geworden? Also, Hochhuth ist heute wissenschaftlich ja völlig erledigt. Das sind reine Erfindungen. Und das Stück, was er geschrieben hat, war damals, das hätte 7-8 Stunden Theater gedauert. Und wenn er nicht das Glück gehabt hätte, dass ein fähiger Regisseur, Erwin Piscator, die Sache in die Hand genommen hätte und das Ganze auf 2 Stunden ungefähr zurechtgestutzt hätte, dann wäre das Stück nie im Theater reif gewesen. Aber dieser Piscator war Kommunist. Er war jahrelang in Moskau gewesen und er hat es so noch weiterhin angeschärft, dass also wissenschaftlich wir hier mit Behauptungen zu tun haben, die absolut nicht stichhaltig sind, sondern im Gegenteil glatt falsch sind und schon sehr oft widerlegt worden sind. Was ist denn zu den Motiven Hochhuth zu sagen? Er war ja kein Kommunist, er hat eine Jugend als Hitlerjunge, soweit ich gehört habe. Dass er Hitlerjunge war, kann man ihm nicht vorwerfen. Das war damals vorgeschrieben und solche Argumente sollte man besser weglassen. Ich wurde einmal eingeladen, eine Debatte vor einem deutschen Fernsehen mit Hochhuth zu führen und habe das glatt abgelehnt. Aus dem einfachen Grund, weil ich einmal gesehen habe, wie der Mann sich verhält. Er fängt an zu schreien, unterbricht seinen Gegner, lässt ihn gar nicht zu Wort kommen, geht raus, schlägt die Tür zu, kommt wieder zurück, fängt wieder an zu schreien. Ich habe damals gesagt, an dem damaligen Vertreter von diesem Fernsehen, des deutschen Staatsfernsehens, ich weiß nicht mehr, ARD oder ZDF, Sie müssen verstehen, ich halte nicht viel auch für mich selbst. Ich stehe nicht auf meiner Würde als Universitätsprofessor, andere Dinge. Aber dafür bin ich mir zu schade, mit sowas gehe ich nicht in See. Er hat mir dann gesagt, ja, ich verstehe das, Sie müssen verstehen, es geht nicht von mir aus, aber ich wurde gebeten, das zu machen und ich kann sie vollkommen verstehen. Also Hochhuth ist wissenschaftlich heute völlig erledigt. Mhm. Und was ist mit dem anderen Argument von John Cornwell, was er vor kurzem aufgebracht hat, dass Pius XII. Als Eugenio Pacelli sich als Antisemit geäußert hat? Also ich habe Cornwell persönlich kennengelernt und merkwürdigerweise auf Anempfehlung vom Staat, einem Herrn vom Staatssekretariat. Ich habe Cornwell also empfangen. Ich habe ihm gesagt, ich gebe Ihnen mal ein Zimmer hier, ich gebe Ihnen eine Anzahl der wichtigsten Dokumente über das, was Sie in Ihrem Buch da behaupten wollen. Und der Mann kam nach einer Viertelstunde wieder zurück und war schon fertig. Ich wusste nicht, und das war von mir nicht boshaft, ich wusste nicht, dass er weder Italienisch noch Deutsch lesen kann. Und natürlich die Dokumentenreihen, die ich ihm gegeben habe, waren in italienischer Sprache, das waren die Nunciaturberichte und anderes. Und natürlich die deutschen Dokumente. Und der Mann kannte die Sprache nicht. Wenn er mir das gesagt hätte, hätte ich ihm englische wissenschaftliche Werke gegeben. Cornwell hat dann erklärt, also er sei monatelang im Archiv des Staatssekretärs gewesen. Das war dumm von ihm, denn man kann das kontrollieren. Ich bin oft genug in dem Archiv gewesen. Und wenn man da hingeht, wird genau angegeben, zu welchem Tag, zu welcher Stunde, zu welcher Minute man reingeht und wieder rausgeht. Ich habe mir damals diese Berichte kommen lassen, die wurden mir zur Verfügung gestellt. Und es stellte sich heraus, dass noch keine 3 Wochen da gewesen war. Auch längst nicht jeden Tag und mitunter nur kurze Zeit. Also eine solche Behauptung ist natürlich völlig verfehlt. Er erklärte unter anderem auch, er hätte da ein Dokument gefunden, das eine Zeitbombe sei. Und vom Vatikan sorgfältig führen, ohne zu wissen, dass dieses Dokument schon 8 Jahre vorher von einer italienischen Gelehrten veröffentlicht worden war, von Fattorini. Welches also, Dokument war das? Das war ein Dokument über ein Schreiben von dem damaligen Nuntius Eugenio Pacelli, in dem er beschreibt,
was bei dem Aufstand der Kommunisten oder Spartakisten, wie sie damals genannt wurden, in München vor sich gefallen ist und den Staatssekretär informiert, dass diese Leute zunächst einmal also aus Russland kommen, was natürlich schon bedeutungsvoll war, und zweitens, dass sie völlig Atheisten sind und jüdischer Abstammung sind. Das war alles? Das war alles. Das war eben die Frage. Die Sache stimmte und es war ja bekannt, und das ist auch veröffentlicht worden, unter anderem vom Professor Dr. Mattioli, dass in den allen Organisationen der damaligen sowjetischen Regierung die Juden 40% oder mehr teilnahmen und entscheidende Stimme hatten. Also es war für den Vatikan wichtig zu wissen, wer steht hinter diesen ganzen Aufständen. Pater Gumbel, hätte ich eine andere Frage. Der Roms Oberrabbiner Israel Zolli hat im Frühjahr, der Krieg war noch nicht zu Ende, 1945 ist er konvertiert und hat dann aus Verehrung für Pius XII. Den Namen Eugenio, den Taufnamen Eugenio Maria angenommen. Andere prominente Juden wie Golda Meir haben Pius XII. Immer geschätzt. Sie hat gesagt, also es war ja bekannt, dass er sehr vielen Juden das Leben gerettet hat. Sie hat mal gesagt, Pius XII. Hätte mehr Leben gerettet als London, das ist die britische Regierung. Wie ist denn zu erklären der Widerstand gegen die Heiligsprechung Pius XII., die aus Israel kommt? Das müssen Sie eigentlich diese Leute fragen. Es ist mir auch ein Rätsel, wie im Hinblick auf eine einwandfreie Dokumentation immer und immer wieder diese Schwierigkeiten gemacht werden. Dann möchte ich Sie aber in zwei Fragen noch einmal nach Ihrem Mut fragen, woher Sie den Mut genommen haben, wie Sie in Pius XII. Die ganze Zeit verteidigt haben. Aus welchen Quellen schöpfen Sie da diesen also, großen wir haben natürlich, ich hatte absolut freien Zugang zu allen Dokumenten, die im Vatikan sind. Sie wissen, an und für sich ist die Periode von Pius XII. Noch eine geschlossene Periode in den vatikanischen Archiven. Das geht zurück auf eine alte Bestimmung, dass Dokumente erst nach 70 Jahren des Todes von dem Papst zugänglich gemacht werden. Das hat man geändert und man ist dabei, also so schnell wie möglich das Material aufzuarbeiten. Man darf nicht übersehen, es handelt sich um 16 Millionen Seiten, die untersucht werden müssen, über verschiedenste Gegenstände. Denkst nicht alles nur über Fragen zu den Juden oder Ähnliches. Ich habe damals, wie ich zum Chefrichter gemacht wurde, wurde ich eingeladen, einmal das Archiv zu besuchen, weil ich jetzt von dem Augenblick an absolut uneingeschränkten Zugang zu allem hatte, auch die sogenannten geschlossenen Perioden. Ich habe damals hunderte große Schachteln gesehen. Einige wurden runtergenommen. Es wurde mir gestattet, die Sachen zu sehen. Das war alles in einer völligen Unordnung. Und das ist verständlich. Wenn man 70 Jahre Zeit hat, das aufzuarbeiten, wurde das nicht in großer Eile betrieben. Also der Informationsforschung. Da möchte ich gerne zu einer letzten und sehr persönlichen Frage kommen. Sie haben eben schon ein bisschen angedeutet, wie Sie Pius XII, Eugenio Pacelli kennengelernt haben mit 6 Jahren. Hier in Rom wollen die Gerüchte nicht verstummen, dass Sie der Spross der Hohenzollern sind, dass Sie vom Widerstand auserkoren waren, als König für den neuen Deutschland gewählt zu werden. Also ich muss ehrlich sagen, ich kenne diese Dinge, es gibt noch ganz andere Gerüchte. Ja. Es wird auch gesagt, ich sei ein Jude. Ich wurde einmal aus Nordamerika angerufen, ob es wahr sei, dass ich Hitlerjunge gewesen wäre und SS-Mann gewesen wäre, ausgerechnet das. Ich habe damals dem Herrn gesagt, der mich anrief, aus Amerika, von einer großen Tageszeitung in Nordamerika, gesagt, wissen Sie, mein lieber Herr, es ist für mich ja ganz interessant, von einem Journalisten Dinge über mein eigenes Leben zu erfahren, von dem ich bisher absolut noch nichts gewusst habe. Aber eine letzte und, kleine Frage, Ihr familiärer Hintergrund, dürfen Sie... Also, ich rede nicht gern über diese Dinge. Ich kenne diese Gerüchte, ich habe mich immer daraus zurückgehalten, ich habe auch der Gesellschaft gesprochen, über diese Sache nicht zu reden und ich halte mich an dieses Versprechen und es ist auch völlig unwesentlich, denn wenn das wahr wäre, ich sage wenn das wahr wäre, ist die Sache ja sowieso nie zu irgendeiner konkreten Lösung gekommen. Ich kenne diese Gerüchte und werde sie weder bestätigen noch direkt verneinen. Also
Wie gesagt, es interessiert mich wenig, über mein eigenes Leben zu reden. Und es interessiert ja auch die anderen Leute kaum. Ich bin ein einfacher Mann, ein einfacher Ordensmann und werde nie also irgendwie darauf reflektieren, über meine Abstammung, über meine Beziehung. Ich komme von einer sehr reichen und sehr einflussreichen Familie, das ist richtig. Und so erklärt es sich auch, dass ich schon in meiner Jugend vielen Leuten vorgestellt wurde, weil ich der direkte Erbe meines Großvaters war, also eine hohe Verantwortung hätte übernehmen müssen. Können Sie seinen Namen nennen, die Großvater? Ja, wir haben der Name von mir ist völlig geändert. Ja. Das ist möglich. Und der Name des Großvaters? Auch der Name des Großvaters. Also das würde dann zurückführen auf meinen eigenen Namen und dafür sehe ich ab. Gut, dann im Evangelium hören wir, wie den Jüngern gesagt wird, ihre Sprache verrät sie ja. Ich darf Ihnen sagen, ihr gutes Benehmen verrät sie ja. Lieber Pater Gumpel, ich darf Ihnen sehr herzlich danken. Gut. Im Namen aller unserer Leser. War mir eine Freude für mich. Wir kennen uns ja seit Jahren. Ja. Ich will wissen, ich schätze Sie. Ich stehe gerne auch zu Ihrer Verfügung.